Behind the scenes läuft hier einiges. Am Berner Digitaltag hinter mir wird aufgeräumt. Und zwar ist hier vorher der Preis verteilt worden vom Berner Digitaltag. Da seht ihr es. Da müssen wir schauen, dass es wieder super wird im Festsaalstudio. Es läuft also einiges hier im Erlacherhof. Wir haben drei Studios. Ihr kennt es, ihr habt beim Mobil eingeschaltet. Und wir haben vorhin einen Gast getroffen, den wir unbedingt mit ihm über etwas sehr Spannendes reden, nämlich über Gig Economy. Und er hat sich, ich habe ihn schon hergepflanzt. Ich muss es zugeben, ich habe ihm gesagt, wo er her sitzen muss. Er sitzt jetzt schon dort. Und ich bin sehr gespannt, auf das Thema zu kommen mit dir, Lorenz Affolter. Wir reden über Gig Economy. Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Berner Fachhochschule. Und ihr seid eine Studie am Erstellen zum Thema Gig Economy, Plattform Economy. Vielleicht für die Leute, die das noch nie haben gehört oder noch nicht kennen, gib doch schnell in so viele Sätze, wie du brauchst, eine Zusammenfassung von dem, was das ist. Sehr gerne. Hey, hoi Brian, schön sind wir heute hier auf dem Bänkli. Wenn man Plattformökonomie oder Gigwork hört, dann denkt man meistens so an Uber, wir haben vorher kurz darüber geredet, oder auch die orangen Leute auf dem Velo, die man oft in der Stadt sieht, von Just Eat. Was aber effektiv der Fall ist, ist, dass Gig-Economy viel mehr ist oder Plattformarbeit viel mehr umfasst als nur die paar Beispiele, die man vielleicht aus den Medien kennt. Und dass mittlerweile effektiv eigentlich aus allen Bereichen von Tätigkeiten und Berufen Leute so arbeiten. Und so im Kern kann man sagen, Plattformarbeit oder Gig-Economy sind eigentlich sehr kurzfristige Arbeitsverhältnisse, die digital vermittelt werden und wo die Angestellten eben nicht im klassischen Sinn Angestellte sind, sondern eben sehr viel selbstständiger. Und das ist auch die grosse Debatte, die man oft hat, sind sie jetzt selbstständig oder nicht. Aber grundsätzlich kann man sagen, es ist eine weniger starke Bindung da zwischen Auftraggeber und eben Auftragausführer. Und wie du bereits angetönt hast, wir sind eine Kooperation zwischen der Berner Fachhochschule und der Universität Bern. Und wir erforschen eben das neue Phänomen in der Schweiz und wollen eigentlich so ein bisschen die Chancen, aber auch die Risiken herausfinden und eigentlich schlussendlich schauen, wie schaffen wir es, dass wir das neue Phänomen eben nachhaltig gestalten können. Schon mega ein spannendes Thema oder mega eine spannende Art zu arbeiten, oder? Es hat, wie du sagst, so viele Vorteile, kann arbeitsrechtlich sicher auch Nachteile haben. Du hast es vorhin schon sehr schön angesprochen. Gibt dem aber auch Möglichkeiten, Freiheiten? Wir haben jetzt auch im Rahmen von der Covid-Krise von diesem Fernoffice immer gelesen und immer gehört. Ich mache das selber in meiner Firma auch. Die Leute dürfen arbeiten, wo sie wollen, wenn sie wollen. Ist jetzt zwar nicht eine Gig-Economy per se, wo sie immer für unsere Firma arbeiten, aber trotzdem ist es eine Entwicklung, die ich finde, und bin ich gespannt, wie du das siehst aus der Forschung, wo ein Bedürfnis ist von den heutigen Arbeitnehmenden, wenn man sie so nennen will. Das ist ganz spannend, dass du das ansprichst, weil wir sind von unserer Disziplin her, also unserem Forschungsprojekt, einerseits Arbeitspsychologen und auf der anderen Seite BWLer, also Personalmanagement-Organisation. Und uns interessiert sehr stark eben auch die Bedürfnisse oder die Motivationen, warum Leute so arbeiten. Und da sieht man halt sehr stark, dass es eben nicht nur negativ ist und nicht nur Risiken mit sich bringt, sondern dass eben ganz viele Leute so arbeiten wollen. Also dass es etwas ist, was gewünscht ist und was Leute auch gerne machen. Also dass es nicht nur etwas Prekäres ist, sondern auch etwas sehr Positives mit sehr viel Potenzial verbunden. Aber kann ich genauso bestätigen, wie du das so gesagt hast. Du bist gerade umgefetzt. Du stell das wieder auf. Digital ist ein wichtiger Hashtag. Den muss stehen. Ja, etwas, was du gesagt hast, hat mich positiv triggert, sage ich mal. Oder? Ihr schaut an, wie man das nachhaltig aufstellen kann. Das heisst, ihr Forschung ist eine junge Forschung. Also in dem Sinne noch nicht wahnsinnig lang seid ihr wahrscheinlich unterwegs. Aber die Forschung ist doch auch, wie soll ich sagen, die Meinung auch verbreitet, dass man das nachhaltig aufstellen kann, weil das eine positive Entwicklung auch sein kann für die Arbeitsökonomie, für die Gesellschaft als Ganzes. Ja, grundsätzlich ist es natürlich die Aufgabe der Forschung, zuerst mal Wissen zur Verfügung zu stellen oder mal sagen, hey, ja, was beobachten wir da überhaupt? Eben, was sind die Motive der Leute, so zu arbeiten? Wie wirkt sich das überhaupt auf die Leute aus, die so arbeiten? Und nachher natürlich die Information zur Verfügung zu stellen und zu schauen, hey, wie können wir das nutzen? Als Schweiz, als Marktplatz Schweiz, als Arbeitsmarktplatz Schweiz. Um eben das positiv zu nutzen und auch die Chancen davon zu sehen und können zu fördern. Weil was klar ist, ist, dass es ein Trend ist, der kommt. Also ich zitiere gerne noch immer Zahlen in den USA da zitieren von Reuters, dass heute oder im 2020 eigentlich mehr als 40%, ich muss selber immer wieder überlegen, von den Leuten schon so arbeiten. Also so plattformbasiert oder eben in der Gig-Economy. In der Schweiz sind wir noch ein bisschen im anderen Bereich von den Zahlen her, aber es ist etwas, das kommt. Das heisst, die Frage ist, wie können wir das irgendwie nutzen und wie können wir das eben nachhaltig gestalten. Genau.
Und eben, es hat wie immer, ich glaube, bei allem so positive und negative Aspekte. Reden wir schnell über die positiven. Es gibt einem ja wirklich grosse Freiheit. Man muss auch nicht mehr ein Netzwerk haben. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch spannend. Früher, wenn man selbstständig ist worden, man hat immer über das Netzwerk geredet. Man hat Leute müssen kennen, die einem einen Job geben können oder eben einen Gig. Darum heisst es eine Gig-Economy. Heute gibt es Plattformen wie freelancer.com oder eben, du hast die anderen grossen App-basiert hast angesprochen, wo man einfach kann sagen, ich mache das zu diesem Preis. Die Konkurrenz ist halt einfach international, das ist vielleicht ein bisschen der Nachteil, oder dass das Lohnniveau halt globalisierter wird. Ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber das sind doch auch so Challenges, wo wenn du sagst, wir schauen, wie wir das nachhaltig können aufstellen, wo es dann gleich auch einen regulatorischen Eingriff auch irgendwie braucht. Oder wie siehst du es? Oder wie sieht es die Forschung? Also etwas, was wir sehr stark herausgesehen haben aus den Erhebungen, die wir schon gemacht haben, ist, dass eben effektiv viele Leute, die selbstständig sind oder selbstständig wollen sein, die Plattformen für sich nutzen, um wirklich eigentlich so eine Art Laufbahn, jetzt nicht im traditionellen Sinn, sondern vielleicht eben so ein bisschen im modernen, flexiblen Sinn, sich aufzubauen. Also die fangen dort an zu arbeiten, bauen ihr Netzwerk dort drüber auf und haben eigentlich nicht das Ziel, immer mit dieser Plattform zusammenzuarbeiten, sondern eigentlich später nachher eben das Netzwerk irgendwie mitzunehmen, sich selber etwas aufzubauen. Und da kann man halt schon auch sagen, das ist eine riesige Chance. Du hast es vorher angesprochen, vielleicht in deiner Selbstständigkeit, wo du angefangen hast, hat es das vielleicht noch nicht so gegeben. Und heutzutage ist das halt eine Chance, um relativ einfach mal die ersten Schritte zu machen in der Selbstständigkeit. Von dem her ja sehr positive Beobachtung. Es ist aber eben auch mit Risiken verbunden. Es ist nach wie vor mit grosser Unsicherheit auch verbunden. Aber das sind ja Sachen, die in Selbstständigkeit sonst wichtige Themen sind. Also von dem her eigentlich auch nichts Neues. Was sicher eben wichtig ist, was du angesprochen hast, dass man sich halt auch bewusst wird, ja, in Zukunft mit der Digitalisierung werden Leute immer mehr vielleicht freier arbeiten wollen, vielleicht auch müssen. Das ist nochmal eine andere Frage. Und wie können wir da Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, auf der rechtlichen Ebene dann auch, dass Leute sich da gut bewegen können in diesem Kontext. Genau, also von dem her ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und man muss auch sehen, dass halt das Arbeitsrecht bisher immer vom Angestellten als, sagen wir mal, die Normalform ausgegangen ist. Und Selbstständige sind einfach so eine spezielle Randgruppe, die ja irgendwie auch noch so existieren. Und das könnte sich halt in Zukunft verändern. Wie siehst du es eigentlich so mit der Generation, oder weißt du, wie nehmt ihr das wahr in der Forschung? Geht eben mit dieser Veränderung von der Art und Weise, wie wir arbeiten, eben, ich glaube, so, sagen wir jetzt mal so, die Generation von unseren Eltern, ist das schon noch viel klarer gewesen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, bei unserer Generation und vor allem bei denen, die jetzt kommen, die aufwachsen mit diesen Gig-Plattformen oder eben dieser Gig-Economy, muss das überhaupt nicht mehr so sein, oder? Es gibt jüngere Leute als wir, 15 Jahre jünger als wir zwei, die mit YouTube so viel Cash verdienen, wie wir in einem Jahr, wahrscheinlich sehr eine Woche. Einfach weil sie haben gefunden, das ist mein Weg und das gar nicht. Und wie nimmst du das jetzt eigentlich wahr? Weißt du, so die Generation, die nächste ZY und so, wie sind die drauf diesbezüglich? Das ist eine spannende Frage, die ich jetzt direkt so aus unserem Forschungsprojekt auch nicht beantworten kann. Was wir aber sehen, ist, dass auf diesen Plattformen wirklich alle Generationen unterwegs sind. Also wir haben irgendwie vom Hausmann oder der Hausfrau, die nebenbei noch ein bisschen arbeiten, weil es ihnen Spass macht, bis eben irgendwie zum Selbstständigen oder der Selbstständigen, der ihre Selbstständigkeit dort aufbaut, bis zum Student oder der Studentin, die neben dem Studium noch über Plattformen arbeitet, haben wir eigentlich alles vertreten. Das heisst, es ist sicher eine Art vom Schaffen, die insbesondere den jüngeren Generationen zusagt. Aber es ist nicht nur auf die Generationen beschränkt. Das sehen wir eigentlich schon sehr stark. Also es ist ein Trend, der alle angeht. Ja, ich habe vorhin die Covid-Krise angesprochen, das Wort Fernoffice so ins Mund genommen. Oder Homeoffice ist ja eh klar. Also der Trend, der ist unaufhaltbar und auch richtig so aus meiner Sicht. Hat das einen Boost gegeben, auch für die Gig-Economy oder mehr nur, sage ich mal, für die neue Arbeitsform per se im klassischen Arbeitsmodell? Oder ist es wirklich beides? Was wir schon wahrgenommen haben jetzt, bei den Erhebungen, die wir gemacht haben, Umfragen auf den verschiedenen Plattformen, ist auf jeden Fall, dass die Zahlen hochgegangen, also dass mehr Leute so haben angefangen arbeiten. Gerade Leute, die vielleicht einen Job haben verloren, einen traditionellen Job, sage ich jetzt einmal, die sich dann gefragt haben, ja, was mache ich jetzt oder wie arbeite ich jetzt? Und dort ist natürlich Gig-Economy oder Plattformarbeit eine relativ, ja, ist eine kleine Hürde, sage ich mal, zum wieder einsteigen. Das haben wir viel gesehen.
Ansonsten ist es generell sehr, sehr schwierig zu sagen, wie viele Leute jetzt Gigwork machen oder Plattformarbeit. Also die Zahlen in der Schweiz gehen recht weit auseinander. Wir haben Syndicom zum Beispiel, die eine Erhebung gemacht hat, die sagt, 16% der Schweizer und Schweizerinnen haben schon mal so gearbeitet. Auf der anderen Seite haben wir das Bundesamt für Statistik, das sagt 0,4%. Das ist eine grosse Differenz. Eine grosse Differenz. Und was halt so ein bisschen das Problem ist, ist auch die Definition. Oder was ist genau ein Gigworker oder eine Gigworkerin oder eine Plattformarbeitende oder Arbeitende? Und der sehen wir halt, dass viele Leute das nicht ausschließlich zu 100% machen, sondern eben entweder eine Selbstständigkeit haben, nebendran noch ein bisschen auf Plattformen arbeiten, zum Beispiel um so ein bisschen Lücken zu füllen oder um die Selbstständigkeit weiter aufzubauen. Wir haben Leute, die fest angestellt sind und nebendran noch auf Plattformen ein bisschen experimentieren, Neues ausprobieren. Das heisst, es ist etwas, wo nicht, also die Leute identifizieren sich auch nicht mit Plattformarbeit in dem Sinn, sondern mit ihrer eigenen Arbeit irgendwo durch. Und machen das noch. Das heißt, es ist sehr schwierig, eigentlich an die Leute herzukommen, genau zu definieren, was ist jetzt eine plattformarbeitende Person. Und deshalb gehen die Zahlen auch so auseinander. Was man sicher sieht, ist, dass die Arbeitswelt sehr viel flexibler, sehr viel dynamischer wird, dass es auch immer normaler wird, dass man verschiedene Arbeitsverhältnisse so parallel irgendwie eingeht. Und ich denke, das ist sicher ein genereller Trend, den man auch jetzt bei uns hat gesehen. Wirklich, wirklich spannend, und wenn ich jetzt ja, die Richtung rausgehöre, wird es nicht weniger, ganz im Gegenteil, und darum sind also Forschungsprojekte von euch auch wichtig. Werdet ihr schon konsultiert von also Leuten aus der Wirtschaft, von Leuten aus der regulierenden, sage ich mal, Beamter und so, also ist das ein Thema, wo die alle auch sehr, sehr interessiert? Das ist definitiv so. Also wir sind sehr eng im Austausch, einerseits mit Gewerkschaften in der Schweiz, die sehr am Thema interessiert sind, die übrigens das Thema sicher kritisch anschauen, aber auch nicht nur negativ, kann man sagen. Auf der anderen Seite sind wir im Austausch mit Plattformbetreibenden, also Unternehmen, die solche Plattformen haben. Und versuchen dort eigentlich möglichst breit daran herzugehen und auch den Austausch zwischen diesen verschiedenen Gruppen zu fördern, damit man auch wirklich schlussendlich das Potenzial davon nutzen kann und mögliche Herausforderungen zusammen auch lösen kann. Genau. Und das Interesse ist gross am Thema, ja, das ist so. Mega spannend, also da hat eigentlich beide Seiten, sage ich mal, drin, wenn man es so nennen will, wenn es Seiten sollte geben. Und du bist ja am Doktorieren auch zu diesem Thema. Irgendwann wird ja die Forschung auch präsentiert, irgendwann verteidigst du deine Arbeit. Weißt du, wenn sehen wir Resultate aus dieser Forschung, wenn bist du fertig mit deiner Doktorarbeit und wo kann man das dann sehen, wo kann man das lesen? Genau, danke für die Frage. Wir haben eine Seite, wo wir laufend über unser Projekt berichten. Wir haben erste Erhebungen gemacht, wo wir auch erste Resultate schon teilen. Wir haben auch schon Podcasts mitgemacht, wo wir darüber reden, was wir schon herausgefunden haben. Was für die? Also weißt du, wo kann man die hören? Die kann man zum Beispiel bei Berner Fachhochschule hören, bei Business Podcast, wo wir eben insbesondere über die Chancen und die Risiken reden von diesem Phänomen. Und was jetzt ansteht im nächsten Jahr, ist eigentlich, dass wir über ein Jahr lang Leute, die so arbeiten, begleiten und schauen, wie das sich die entwickeln in ihrer beruflichen Entwicklung. Und das wird nachher sicher auch nochmal sehr spannend, das auszuwerten. Und werden wir das auf jeden Fall auch wieder teilen. Ja, und dann bist du in einem Jahr sicher auch wieder hier. Weil dann habt ihr eigentlich in einem Jahr mehr, was ihr wisst. Und das ist ja mega spannend, oder? Wir sind jetzt hier über etwas am Reden, wo die Forschung neu ist, jung ist, weil, sage ich mal, die Art von Arbeit auch neu ist und jung ist. Es ist wie dann, wo man hat geforscht hat, wie man auf den Mond kommt. Wir sind eigentlich live dran an neuesten Entwicklungen. Was denkst du so? Ich frage dann immer gleich so eine weiterdenkende Frage, vielleicht fast eine visionäre Frage aus deiner Sicht, weil es ist auch ein bisschen spekulativ. Aber was denkst du, wie entwickelt sich die Gig-Economy weiter? Wo stehen wir so in 10 Jahren? Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns natürlich oft stellen, intern auch bei uns im Projekt. Was wir sehen ist, und das ist jetzt nicht irgendwie auf einer extrem breiten Datenbasis abgestützt, aber trotzdem ein Trend, den wir raussehen, ist, dass viele von diesen Plattformen relativ klein und rudimentär starten. Je nachdem einfach mal alle irgendwie reinlassen, mal vermitteln, mal schauen und dass dann die Qualität oft auch relativ schlecht ist von den Sachen, die dort angeboten werden. Und je länger so eine Plattform existiert, sehen wir eine Tendenz, das müssen wir sicher auch noch mal weiter erforschen und bestätigen, aber sehen wir eine Tendenz, dass die Plattformen immer mehr darauf schauen, welche Leute lösen sie eigentlich auf ihre Plattform, welche Qualifikationen, Skills bringen sie mit und eben auch immer besser eigentlich die Leute, die für sie arbeiten, sagen wir mal, unterstützen in ihrer Arbeit, weil halt Qualität dann auch zu Nachhaltigkeit führt und zu nachhaltigem wirtschaftlichem Erfolg führt. Das ist sicher ein Trend und ich denke, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen sehr viel klarer werden sie in Zukunft,
Es stimmt mich eigentlich sehr positiv, wenn ich sehe, wie die Schweiz da schon dran ist und auch schon gewisse Entscheide sind gekommen, die sicher in die richtige Richtung gehen. Von dem her, ja, da wird einiges gehen. Sehr spannend ja auch, wie sich das Businessmodell von diesen Plattformen entwickelt oder wird entwickeln, wenn ich jetzt die so raushöre, weil sie verdienen ja eigentlich an Arbeit von den, sie gleichwohl, die ihre Arbeit dort anbieten, das ist ein gewisser Prozentsatz. Die meisten kennen es eben von den Essenslieferdiensten, wo der gewisser Prozentsatz abgibt. Ich glaube, in der Schweiz ist auch der Anteil an Trinkgeld immer relativ hoch, wo die Leute bekommen. Qualitätssicherung und glückliche, ich nenne es jetzt gleich Arbeitnehmerinnen, auch wenn es nicht 100% stimmt. Aber glückliche ArbeitnehmerInnen sind auch für die Plattformanbieter eigentlich das Essentiellste, oder nicht? Weil sie vermitteln ja Arbeit. Ja, also das ist der Trend, den wir ein bisschen rausgesagt, dass je länger so eine Plattform existiert, dass dann auch immer bewusster wird, dass das eben wichtig ist. Es gibt natürlich viele Plattformen, die von Anfang an das schon voll so handhaben und durchziehen. Also man kann, und das ist vielleicht auch noch wichtig, man kann nicht alle Plattformen irgendwie über den gleichen Kamm scheren und sagen, Gig-Economy ist das und das oder dieses und jenes, sondern es ist ein sehr diverses Phänomen, das auch zu Recht sicher teilweise negativ in den Schlagzeilen ist. Aber die Sachen kann man nicht immer auf die ganze Gig-Economy übertragen. Und darum gilt es ja eben jetzt, eine breitere Datenlage zu haben, das genau anzuschauen, auch zu differenzieren, was für Art von Plattformen gibt es, wie wirken sich die verschiedenen Plattformen aus auf die Arbeitnehmenden, um so dann eben wirklich auch richtige Entscheide zu treffen. Lorenz, merci vielmals. Du bist da gewesen. Mega spannend. In einem Jahr bist du sicher wieder da. Hoffentlich ich auch. Und dann updaten wir uns wieder. Updaten. Und dann musst du mir erzählen, wie es weitergegangen ist. Es ist wirklich so ein richtig schöner Teaser, weil ich bin schon jetzt gespannt. Dir haben wir sicher auch. Aber du kommst wieder. Wenn du mich einladest oder wenn wir beide eingeladen werden, würde ich sagen, treffen wir uns wieder hier auf dem Bänkchen und schauen, was gegangen ist, oder? Absolut, sonst machen wir einen Podcast oder so irgendetwas. Dann treffen wir uns über irgendeine Plattform. Ja, wer weiß. Gut. Merci vielmals, bist du da gewesen. Das war der Lorenz Affolter zu diesem extrem spannenden Thema. Wir gehen jetzt noch auf eine kleine Reise behind the scenes, dass ihr mal seht, wie eigentlich der Digitaltag produziert wird. Wir haben nämlich verschiedene Studios und verschiedene Regien. Kommt doch mal mit. Lorenz, dir einen ganz schönen Abend. Merci. Ja, und der Martin, unser Kameramann, den hat er eigentlich auch noch nie gesehen. Willst du den eigentlich schnell selber mal filmen? Nicht, hä? Okay, also kommst du mal mit und wir gehen schnell in die Regie vom Festsaalstudio. Dunger wird schon irgendetwas abgebaut, gehört. Und gehen schnell schauen, wie das hier aussieht. Da wird jetzt sehr konzentriert gearbeitet. Da kommt der Fabu, das ist der Lichter. Fabu, stimmt's mit dem Licht? Kommt gut, ja. Sehr schön, da sind wir froh. Jetzt gehen wir da schnell schauen, wie das aussieht. Da haben wir, die Regie. Das ist der Sam, der Regie. Und ihr könnt schauen, wie das aussieht. Das Rebi, Regieassistenz. Alin Trede, die gerade redet. Dann könnt ihr schauen, wie das aussieht. Mega spannend. Miriam, die moderiert. Dahinter ist der Lars, der zuständig ist für den Ton. Extrem. Technisch natürlich die ganze Sache, wird live gestreamt ins Internet und wir haben schon ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Fabu, der jetzt reinkommt, ist vor allem für das Licht sieht natürlich auch fantastisch aus. Gehen wir mal runter in den Keller und dort haben wir nämlich die zweite Regie, die wir auch schnell anschauen wollen. Und dann seht ihr eigentlich auch noch schnell, wie das aussieht hier im Erlacherhof. Da haben wir vorhin das Interview gemacht mit dem Lorenz. Und jetzt gehen wir runter vom Festsaal. In Richtung Gemeinderatssaal. Im Gemeinderatssaal, dort die Leute warten auf ihre Auftritte. Es ist eine wunderschöne Sache, dass wir hier übertragen können, dass wir hier dürfen den Berner Digitaltag machen dürfen, in diesem historischen Haus, dem Regierungssitz von der Stadt. Da ist der Cousin, Markus Fokenu, der Moderator von Telebern, den wollen wir auch schnell abholen. Fragen, wie es ihm geht, das ist gerade intensiv im Gespräch. Intensives Gespräch. Apropos frech, ich mache etwas Freches. Cousin, wie ist es gelaufen bis jetzt? Wir machen gerade einen Behind-the-Scenes-Beitrag. Also, bist du zufrieden? Was jetzt? Ich sage einfach Digitalisierung, Agogo, Smart City, KI, lalala, Steuerverwaltung, Erklärung selber ausfüllen. Ich kann mit mir in diversen Personen wahrscheinlich reden. Faszinierend. Es ist jetzt, glaube ich, mein 15. Panel, das ich jetzt habe, als Abschluss. Und ich weiss alles und nichts. Ich bin im Moment so geflasht, dass ich sage,
Mann, und mit dieser Digitalisierung machen wir aber vorwärts. Und dann fragst du mich aber, um was geht es denn genau? Und ich habe keinen Plan mehr. Wenn ich aber mit ganz vielen spannenden Gästen diskutiert, lasse ich das ein bisschen Revue passieren und ein bisschen setzen und sagen, es war ein super spannender Tag gewesen. Wunderbare Sache. Das Gute ist ja, wir können alles nachschauen. Mir ist es ähnlich gegangen. Programm. Der Martin hat, glaube ich, irgendwie 15.000 Schritte gemacht hinter der Kamera. Wir waren ja draußen gewesen, überall. Aber wir können alles nachschauen. Und mir ist jedes Gespräch irgendwie spannend vorkommen. Ich hoffe, den Leuten heim auch. Aber als ich dir zugeschaut habe, das ist schon jedes Mal jetzt dich auch interessiert. Das ist ja immer ein gutes Zeichen. Also, das ist vielleicht der Vorteil daran, dass ich ja wahrscheinlich einer von den wenigen drinnen bin, der nicht aus dieser Materie kommt. Ich bin Journalist und ich gehe halt so ein bisschen mit einer naiven Herangehensweise daher und frage vielleicht auch mal Sachen, die sich vielleicht der eine oder andere draußen auch vorstellt. Aber die Experten natürlich schon lange nicht mehr. Und natürlich alles, es ist super interessant, was von denen zurückkommt und wie viel das man da mitnimmt. Und natürlich auch noch mit meinen Mediengespendeln am Mittag der spannende Talk, der wieder eine ganz andere Runde war. Also ja, ich werde viel mitnehmen, aber ehrlich gesagt, der Kopf ist, glaube ich, ein bisschen grösser geworden heute durch den Tag. Das ist ja so. Ja, das ist schwer, definitiv. Wir haben noch ein Gespräch zusammen, ich freue mich. Und dann einen guten Endspurt für das. Und dann nehmen wir dann noch, glaube ich, ein Bierchen, oder? Machen wir. Danke. Bis später, Markus. Wir gehen weiter. Masken bereits, glaube ich. Die haben schon abgebaut, es gibt glaube ich niemand mehr, der in die Maske muss. Und dann gehen wir doch noch schnell runter, wie es im Keller aussieht. Ich gehe immer links, dabei müssen wir rechts. Jedes Mal. Unglaublich. Also, da haben wir wiederum so eine wunderbare historische Uhr. Da hat es einige von denen in diesem wunderbaren Haus. Und wir gehen runter in den Keller, dann müssen wir da wieder ein bisschen stiller sein. Ah nein, so wie es aussieht, ist das Studio frei. Weil der Kussi hat ja moderiert. Logischerweise, also ist das Studio frei. Jetzt gehen wir auch schnell anschauen, wie das aussieht. Hier gibt es dann noch eine Abschlussrunde. Da seht ihr, die Technik schon aufgebaut. Jonathan kommt auch noch schnell, den holen wir auch noch schnell ab. Ja. Jonathan, wie läuft es? Noch eine grosse Runde haben wir und dann ist der Digitaltag 2021 auch schon wieder Geschichte. Genau, ich freue mich also sehr, jetzt hier mit dir zusammen übrigens. Der andere Moderator ist schon da, eine Schlussrunde zu machen. Ich glaube, wir haben einen super Tag gehabt. Und schon dreht es uns nach Köpfen, was machen wir nächstes Jahr? Welche Themen nehmen wir mit? Und wir haben gesagt, wir wollen nicht nur diskutieren, sondern eigentlich auch eine Agenda beschreiben. Und gesagt, sein Kopf sei extrem voll. Wie geht es bei ihm? Der ist super parat. Der tut jetzt dann noch die 5 wichtigsten Punkte sammeln. Und dann wissen wir dann schon, was ein bisschen zu Augenmerken ist. Nein, ich glaube, es gibt wirklich so eine Plotter durch heute an Themen, die man ja nicht gewusst hat, welches es ist. Die sehen wir jetzt und die nehmen wir jetzt auf. Also super. Sehr gut. Also die Abschlussrunde, die findet hier statt. Der Kurs ist schon wieder da. Kopf ein bisschen geleert. Kopf ein bisschen geleert. Er ist parat. Die nächsten 30 Minuten werden die schönsten 30 Minuten. Das sind nämlich die Abschluss 30 Minuten. Und dann dürft ihr alle alles nachschauen, was ihr noch nicht gesehen habt. Weil wir ja 3 Studios hatten. Festsaalstudio, Keller hier im Kosi. Und ich war immer ein bisschen unterwegs. Ich kann euch also wirklich sagen, es hat überall spannende Sachen, die ihr noch nicht gesehen habt. Nehmt euch Zeit in den nächsten Tagen, Wochen, von mir aus Monaten. Aber schaut alles nach, weil es sehr, sehr spannend war.